Ja, in dieser Folge dreht sich alles rund um die wahrscheinlich schönste Inselgruppe der Welt, die Lofoten. Ich möchte euch zeigen, was die Inseln so besonders macht, was man sich unbedingt anschauen sollte, wo man gut essen kann, wo die guten Fotospots liegen und noch eine Menge mehr. Ich bin mittlerweile in der Hafenstadt Budø angekommen, um von hier die Fähre auf die Lofoten zu nehmen. Ja, ich habe kein Ticket, die ist ausgebucht, legt in 28 Minuten ab und ich bin mehr als gespannt, ob ich da noch drauf komme. So, da wären wir. Drei Italiener, Norweger, Franzosen, alles dabei. Ja, ich gehe mal gucken, ob ich einen Verantwortlichen finde. Hello, I don't have a reservation. Is it possible to get on the ferry with a bike? Immer höflich fragen und geduldig sein, dann klappt alles. Thank you. Ja, okay. Thank you. Mega, geschafft. Lofoten, ich komme. Okay, das haben sie echt voll gestopft, das Boot. Der? Gott, oh Gott. Wie soll man das denn hier sichern, wenn hier Seegang ist? Okay, dann mal das Motorrad festzurren. Alles verzurrt, auf geht's. Thank you very much. So, wir fahren jetzt durch eine echt dichte Nebelwand. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Wetter dann auf den Lofoten sein wird. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung, ob es da gut ist, ob es da dann regnet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber man hat so das Gefühl, als würde sich die Sonne allmählich durch den Nebel hier durchwursteln. Etwa 3 Stunden dauert die Überfahrt auf die Lofoten. Gleich sind wir da. Dann liegen sie vor uns. Wie der Rücken eines riesigen Drachen ragen die rund 80 Inseln aus den Wassermassen und kreieren ein märchenhaftes Panorama. Ah, yes! Ich bin an einem der schönsten Orte der Welt gelandet. So, ich komme jetzt gerade von der Fähre bei super angenehmen 18 Grad. Die Sonne scheint, es ist noch ein bisschen diesig und viele Leute fragen sich natürlich, wenn sie hier ankommen und von der unglaublichen Schönheit der Insel erstmal erschlagen sind, was mache ich denn jetzt überhaupt zuerst? Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr von der Fähre runterkommt, biegt hier an der Kreuzung nach links ab und fahrt da erstmal ganz runter in den Süden. Ja, und zwar fangen wir da ganz vorne, quasi bei A an. A bzw. O ausgesprochen, ist der südlichste Ort auf der Hauptinsel und gleichzeitig auch der Ort mit dem kürzesten Ortsnamen der Welt. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Der kleine Ort mit seinen knapp 100 Einwohnern lebt heute eigentlich ausschließlich vom Tourismus. Ich würde dir vorschlagen, das Motorrad irgendwo zu parken und den Ort auf dich wirken zu lassen. Falls die legendäre Bäckerei des Ortes geöffnet haben sollte, dann empfehle ich dir, eine der unglaublich leckeren Zimtschnecken zu probieren, die hier gebacken werden. Really, really good. Übrigens, die kleinen bunten Häuschen, die so typisch sind für die Lofoten und denen man hier wirklich allenthalben begegnet, die heißen übrigens Rörbur. Und Rörbur heißt übersetzt so viel wie Ruderhaus oder Ruderhütte. Und diese kleinen bunten Häuschen, die sind aus der Geschichte der Lofoten wirklich nicht wegzudenken. Noch bis ins vergangene Jahrhundert lebten vor allem in den Wintermonaten bis zu 30.000 Fischer hier. Das Leben in den kleinen, engen Hütten war hart und entbehrungsreich und hat nichts mit den bequem eingerichteten Hütten zu tun, die heute an Touristen vermietet werden. Genauso typisch wie die bunten Hütten sind auch die unzähligen Holzgestelle, auf denen heute noch der Kabeljau getrocknet wird. Überall auf der Insel sieht man sie. Die niedrigen Temperaturen, gepaart mit Sonne, Wind und Regen, bieten hier das perfekte Klima für die Herstellung von Trockenfisch.
Übrigens, wenn ihr hier auf den Lofoten unterwegs seid und ihr wundert euch an manchen Orten, wo der strenge Geruch herkommt, das ist ganz einfach, denn hier wird überall der Kabeljau, der sogenannte Skrei, vielmehr der Winterkabeljau, zum Trocknen aufgehängt. Und jetzt in den Sommermonaten sind die Fische, die eigentlichen Trockenfische oder Törfisk, die sind schon abgehangen, weil die trocken genug sind. Es hängen nur noch die Köpfe im Sommer. Und die brauchen halt länger, damit sie komplett durchgetrocknet sind. Und die werden übrigens als eine der Hauptdelikatessen nach Nigeria exportiert. Dort dienen die als Hauptzutat in gemahlenem Zustand für eines der Nationalgerichte. Und ja, hier sieht man überall die Dorschköpfe. Und man kann sich halt nur vorstellen, wie viel Fisch hier im Wasser ist. Ich bin mal im Winter hier gewesen, als die Fische aufgehängt wurden. Das ist einfach nur phänomenal, wie viele das sind. Die Wikinger sind selbst schon früher hier hingekommen, weil es hier so unglaublich viel Fisch gibt. Auch wenn der Geruch von getrocknetem Fisch alles andere als appetitanregend ist, habe ich inzwischen doch Hunger bekommen. In einem angesagten Restaurant in dem kleinen Städtchen Rheine bestelle ich mir deswegen eine der typischen Delikatessen der Lofoten. I'm interested in tasting the crispy cod tongues. Okay. Yeah. Great. Is it, I think it's a small portion or is it? Yeah, it's not really a big portion. Make it a little bit bigger. Three, four cod tongues. Yeah. Okay, four. it depends on the weight, yeah. Okay. Okay, yeah, that's it then. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Crispy cod tongues. Okay, knusprige Dorschzungen. Thanks for the aioli sauce. Okay, thank you. Enjoy it. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend aus. Gut, das Brot esse ich auf jeden Fall komplett. Aber ja, ich bin gespannt. Dorschzungen. Genauer gesagt knusprige Dorschzungen mit Kräutermayonnaise, Lofoten-Seegras, Ananas, Chili, Salsa und Karottenchips. Lecker. Das ist ja geil. Also, wenn mir das einer so serviert hätte und ich hätte nicht gewusst, was es ist, wäre ich nie darauf gekommen, dass es Dorschzunge ist. Sieht auch eher aus wie eine Garnele. Schmeckt wie ein Filet, ist vielleicht ein bisschen weicher noch. Und ja, mega. Ich hatte nämlich so ein bisschen Bedenken. Ich habe mal in China Entenzunge gegessen. Und das war eines der ganz wenigen Gerichte, die ich nicht wieder bestellen würde. Finde ich uncool. Aber das hier, wahrscheinlich auch so ein arme Leute essen. Zumindest früher. Heute ist es kein arme Leute essen. Aber wenn man irgendwo, keine Ahnung, man kommt am Markt vorbei, irgendwo in Bergen und da gibt es ein Kilo Dorschzungen, ich würde zuschlagen, Leute. Mmh. Geil. So Leute, ich möchte euch jetzt mal den wahrscheinlich bekanntesten Fotospot Norwegens vorstellen. Und zwar ist er nur wenige Kilometer hinter dem Ort Rheine. Ich fahre jetzt gerade hier über die Brücke bei dem kleinen Ort Hamnoja. Und sobald man die Brücke überquert hat, läuft man ein Stück zurück, sind ungefähr 50 Meter. Denn von dem zweiten Pfeiler hier hat man einen unglaublichen Blick hier auf dieses Panorama mit den kleinen Fischerhütten. Und es ist eines der meist gedruckten Fotos über Norwegen. Wenn man irgendwie einen Reiseführer aufschlägt oder ein Bildband über Norwegen, das Bild hier ist überall drin. Und ich finde, es ist auch eines der schönsten Motive überhaupt. Wahnsinn. Ah, ist das schön hier. Es wird Zeit für die Lagersuche. Es ist übrigens erstaunlich, wie schnell hier das Wetter umschlagen kann. Da kommt eine kleine Wolkenfront vom Atlantik, auch sehr aufgekühlt, und zieht hier einmal über die Insel drüber. Schon sieht man kaum noch die Hand vor Augen. Gut, jetzt geht's noch. Aber die Temperaturen gehen dann direkt heute um 10 Grad nach unten. Und ich bin mal gespannt, ob das anhält. Manchmal zieht sich das dann halt zu und bleibt. Aber mit ein bisschen Glück ist das hoffentlich auch dann später oder morgen wieder weg. Und jetzt bin ich vor allem gespannt, ob der Ort, wo ich mein Zelt aufschlagen sollte, ob der frei ist. Das hat sich übrigens seit Corona krass verändert. Ich habe zumindest so das Gefühl oder nehme das wahr, dass seitdem
mal locker doppelt so viele Wohnmobile und Camper unterwegs sind. Das ist teilweise echt krass geworden. Und ja, zu meinem Leidwesen manchmal, wenn ich irgendwo mir ein schönes Plätzchen suchen will und dann alles zugeparkt ist. Nun gut, ich finde trotzdem was. Ich finde ein schönes Plätzchen für mein Zelt und auch die Sonne scheint am nächsten Tag wieder von einem wolkenlosen Himmel. Beste Bedingungen also, um die Insel auf zwei Rädern zu erkunden. Hier scheint aber echt Preis, ey. Ja, da stellt sich die Frage, wie viel Zeit braucht man für die Lofoten? Also der ein oder andere fährt einfach nur schnell drüber, aber es richtet sich natürlich danach, wie viel Zeit man hat. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, an so einem traumhaften Ort wie diesem hier zu sein, dann ist es ja eine Schande, wenn man da einfach nur durchheizt. Und deswegen würde ich jedem raten, wenn er mal hier ist, mein, guckt sich das einer an. Nehmt einfach so viel Zeit, wie ihr habt. Also ich würde auf viele Sachen auf dem Weg in Richtung Nordkap verzichten, aber nicht auf die Lofoten. Und hier hin und wieder mal in eine der in die Seitenstraßen abzubiegen, das lohnt sich auf jeden Fall. So fahre ich den ganzen Tag kreuz und quer über die Insel und komme dabei an zahllosen tollen Fotomotiven vorbei, wie etwa dieser kleinen Hütte an einem Strand nahe der Ortschaft Ramberg. Übrigens direkt hinter der Ortschaft Ramberg, da wo das kleine Häuschen am Meer steht, da gibt es einen echt tollen Campingplatz, der ebenfalls direkt am Meer gelegen ist. Wer also keinen Bock auf Wildcampen hat, kann ich durchaus nachvollziehen, dass manche Leute das nicht wollen, weil sie eine Dusche brauchen oder waschen wollen, Strom oder was auch immer. Und auf jeden Fall hier auf dem Campingplatz, der hat Infrastruktur und da könnt ihr euer Zelt direkt auf einer Wiese hier unmittelbar kurz vor den Wellen aufbauen. Bei Sturm kann das ungemütlich sein. Aber ja, hier vorne sieht man den Platz. Aber bei schönem Wetter wie jetzt ist das natürlich ein Traum. Vor allem ist der Strand da wunderschön. Und das Krasse ist, an so Tagen wie heute kann man hier echt baden gehen. Wahnsinn. Eine historische Sehenswürdigkeit kann man ein Stück weiter nahe der Ortschaft Borg bewundern. Hier wurde das Haus eines Wikingerhäuptlings aus dem 5. bis 6. Jahrhundert detailgetreu rekonstruiert. Mit einer Länge von sage und schreibe 83 Metern war es eines der größten Langhäuser der Wikinger, die je gefunden wurden. Besonders lohnenswert ist der Besuch, wenn im Sommer das alljährliche Viking-Festival stattfindet. Dann treffen sich Wikinger-Fans aus ganz Europa in dem kleinen Ort, um das Erbe ihrer Helden aufrechtzuerhalten und gemeinsam bei Met, Bier und Spanferkel zu feiern. And we are celebrating because we are very proud of our history. So that's the main reason for this festival. Especially in the northern part of Norway, we are very proud of this Viking culture and our heritage. Skål! Skål! Mein nächster Weg führt mich auf den Sportplatz in der kleinen Ortschaft Henningswehr, der als außergewöhnlicher Fotospot bekannt ist. Es ist nämlich ein ganz besonderer Fußballplatz und das Besondere liegt jetzt nicht darin, dass es hier jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so viele Zuschauerränge oder sonst was gäbe, sondern die Lage ist was Besonderes. Und das Foto konnte ich bislang nie machen, weil das Wetter hier immer zu krass war. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, denn hier kann man ein cooles Drohnenfoto machen und genau das machen wir jetzt. Hoch mit dem Ding. Okay, bin ich mal gespannt, wie hoch ich gehen muss. Einfach mal volle Lotte nach oben. Und ja, man sieht jetzt schon so langsam, worauf es hinauslaufen wird. Das ist mein Fußballplatz. Okay. Das sieht mega aus. Dann habe ich endlich die Aufnahme, die ich schon seit so vielen Jahren machen wollte. Ich liebe so einen Quatsch.
Ja, Leute, während ich jetzt wieder in den Sinkflug gehe, möchte ich mich einfach bei euch dafür bedanken, dass ihr mich auf die Lofoten begleitet habt. Hat mir wirklich wieder wahnsinnigen Spaß gemacht, euch hier auf YouTube mitzunehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Like geben könntet und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. So, ich werde mir jetzt ein Pennblatt suchen, werde vielleicht noch irgendeinen Fisch aus dem Meer ziehen, mir den in die Pfanne kloppen und dann freue ich mich auf morgen.